Hey Handball-Inspirator, ich bin Martin und zusammen mit dir auf Handball-Weltreise. Wir schauen jetzt Björn Piontek von der HSG Blomberg-Lippe über die Schultern. Er zeigt uns eine einfache Passerwärmung in Kombination mit dem Ballvortrag. Dabei stellt er speziell zwei Passfolgen als Aufgabe und verschiedene Vorübungen vor den Ballvortrag, welche gerade zu Beginn in der großen Gruppe den Körper sehr gut erwärmen. Habt ihr Fragen zu der Übung oder eigene Ideen? Dann lasst uns dazu gerne in den Kommentaren sprechen. Diese Passerwärmung im Gegenstoß hat einen entscheidenden Vorteil, welche ich euch gerne zum Ende des Videos mit an die Hand geben möchte. Bleibt also am Ball und lasst euch inspirieren. So. Also, einfach nur Balltransport, Dulle immer Doppelpässe, quasi willst du rüber zu Aurora, musst ein bisschen rüberlaufen, quasi immer so Schlangenlinien. Wir bleiben da, wo wir hinlaufen, die Bälle gehen immer von halb auf halb, die Gruppe, die wartet 6 Meter, 9 Meter Abwehrbewegung, die Gruppe dahinter gerät Schersprünge, beide Arme vorwärts. Auf geht's! Ja, immer vielleicht prellen, sonst haben wir Schritte. Ne? Komm, Kara, einmal noch rüber, zack, und nächste. Die dritte Gruppe im Bunde, wenn wir sie haben, genau. Auch Torwarte prellen, genau. Die dritte Gruppe im Bunde, Skippings und Anfersen im Wechsel, beide Arme vorwärts. Die Gruppe davor bleibt bei 6 Meter, 9 Meter. Du machst das, was du da machst. Und die Gruppe dahinter, Skippings und Anfersen im Wechsel. Genau. Erst zwei Skippings, Leni, dann zweimal Anfersen und dabei Arme vorwärts. Genau. Okay, stopp, wir lösen mal die drei Torhüter raus. Zwei Torhüter mal bitte dahin, eine bitte da oben hin. Oh, du kannst dann da bleiben. Wir schauen wieder zu, dass wir wieder Dreiergruppen dann bilden. Müsst ihr gerade mal neu zusortieren, wenn es nicht aufgeht. Da oben fehlt eine. Gehst mal, ja, lauf mal hoch. So. Ein Ball nur jetzt, insgesamt ein Ball. So, der geht zum Hüter. So, Hüter immer Pass auf Mitte, Mitte im Bogen weglaufen, Torhüter in die andere Seite in den Trichter gehen. Ball auf die Mitte, Mitte peilt eine Halbseite an, die etwas weiter vorne ist und dann geht die Halbseite, die nicht den Ball hat, noch ein bisschen schneller und ein langer Pass von halb auf halb und dann spielt die halbe wieder zur Torhüterin. Also von mir aus, Jasmin auf Alina, Alina auf Emma, Emma dann lang rüber auf Lucy, Lucy auf Aurora, Aurora wieder auf Finja als nächstes dann und so weiter und so fort. Verstanden? Aurora, verstanden? Emma, du auch? Ja? Ein Traum. So, davor bleibt 6 Meter, 9 Meter Abwehrbewegung. Auf geht's, komm, ab! Pass, Pass, Pass und Ball weg. Und nächste. Ab, 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 Finja! Aurora, Ball! Okay, stopp! Also, der erste Ball ist relativ kurz. Das war okay jetzt bei Jasmin. Das ist ein relativ kurzer Pass, der kommt hier irgendwo, so in dem Bereich. Was ist denn das hier? Dreierlinie, Basketball oder Freiwurfbasketball, irgendwo dahin. Dann ist die nächste halbe aber schon weiter vorne. Lucy, renn mal vor. Dann ist Lucy irgendwo, keine Ahnung, geh mal weiter, irgendwo da schon. Ja, Kackpass. So, dann ist die nächste, Emma, renn mal durch, renn mal durch, renn mal durch, renn mal durch, warte.
So, und jetzt ziehst du ein bisschen rein. Zack, jetzt geht der Ball rüber und dann geht er raus. Ne? Also da könnt ihr ruhig ein bisschen vorher, nicht erst auf 9, vorher reinziehen. Das ist die Passfolge. Mitte ein bisschen tiefer, die nächste und dann die nächste nochmal einen Schritt schneller und dann entsprechend entgegengehen. Und dann machen wir 2 schnelle Pässe und dann sind wir damit auch durch. So, komm, probieren wir nochmal. Und ab. Alina, gucken. Pass, pass, gib Gas, Lucy. Pass, Ball weg. Nächste, komm, pass. Pass, Ball fangen. Zum Torwart. Komm. Pass, pass, geh entgegen, Paulina. Pass und wieder zum Hüter. Und zack. Emma, komm, 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 komm. Pass. Pass. Erst wenn der Ball weggeht, loslaufen. Pass. Zack. Mia, zieh an. Ball fangen. Komm, konzentriert euch. Und nochmal Stopp. Ihr erst wirklich loslaufen, wenn der Ball zum Torhüter gegangen ist. Erst dann los. In eins durchlaufen wird nicht funktionieren. Nochmal, wenn ihr loslauft, die Halben ein bisschen weiter vor. Kara hat einen Ball, da muss ich halt eine Halbe ein bisschen fallen lassen und dann muss die nächste Gas machen. Lauft ihr in einem Tempo durch, kriegen wir den letzten Pass auf 6 Meter, das klappt nicht. Tempo ein bisschen eintakten und dann entsprechend anpassen, wenn es gebraucht wird, kurz anziehen. Auf, komm. Zack, zack, jetzt zieht Patti an, gerader Pass. Ja, das war besser, das hat mir gefallen. Und weiter, Pass, Pass, anziehen, Lucy. Ja. Nächste Ball, Torhüter, ihr habt da genug liegen und ihr seid zu zweit. Und auf, komm. Pass. Und weiter. Komm, Pass. Nächste Pass. Paulina, anziehen. Die Halben sind leicht vor der Mitte. Die Mitte ist hinter den Halben. Nächste, Aurora Ball. Pass, Pass, Partizip wieder an. Gut. Und weiter. Alina, komm, Pass, Pass. Lucy, anziehen. Ja, auch okay, wird besser. Aline, gucken, Pass, Pass. Finja, lauf. Und weiter, 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 nimm den Ball mit. Nimm den Ball mit, ist okay, Pass. Nina, lass. Weiter. Paulina, lass dir genug Zeit zum Ausholen, nicht so hektisch. Weiter. Nächste. Nächste. Und weiter. Gut gerettet. Macht einen Trichter auf. Geht dann ein bisschen mehr auf die Seite, wo er auf ist und dann den Ball gerade raus. Scheiß Pass, nächste. Nächste Ball, Jasmin. Und nochmal Stopp. Nochmal, achte drauf von der Mitte, dass wir im Bogen weglaufen, dass der Hüter erkennt, dass wir einen Trichter haben. Also nochmal, du läufst immer gerade weg und Aileen, du rennst auch immer gerade weg. Nochmal, wenn wir von hier kommen, renne ich entweder nach hier weg, bei Rechtshändern wahrscheinlich sogar besser. Und dann weiß sie, sie muss nach da gehen und dann kriege ich den Ball hier hin. Laufe ich hier gerade weg, kriege ich den immer hier über die Schulter, das ist schwer. Von mir aus, wenn es leicht ist, lauft nach da. Ich würde bei Rechtshändern sagen, eigentlich immer zu der Seite weg, ist leichter. Und dann ist klar, wo sie hin muss, dann kriegen wir den Ball besser rein. Alle von der Mitte ab jetzt immer im leichten Bogen weg, dass wir einen Trichterschuss kriegen. Komm, auf geht's, komm. Ach, geht doch. Gut. Pass. Pass, auch gut. 2 gute Durchgänge, weiter geht's. Wie viel schafft er? Gut. Auch in Ordnung, weiter. Dritte gute auf Kette, weiter geht's, ist gut. Kommt. Komm, Aline, konzentrieren, Pass. Finja, Pass. Okay, Stopp. 2, 4. Durch 2 gewählte Passfolgen geht Björn auf die spezifischen Ablaufmomente ein. So ist es ihm wichtig, dass die Rückraummittelspielerin einen bogenförmigen Ablauf einnimmt und die Torhüterin sich entgegengesetzt dazu positioniert. Wenn dies eure Philosophie ist, könnt ihr den Mittelkreis gerne als Begrenzung für den Rückraummitte nutzen. Dann habt ihr automatisch einen bogenförmigen Ablauf. Welche Ideen nehmt ihr aus dem Video mit? Lasst uns dazu gerne in den Kommentaren sprechen. Denn Handball inspiriert.